Falls ihr möchtet, kann ich das tun. Noch. Aber ich hatte keine Lust zu spielen. Ich wollte einfach nur das Team erstmal zusammenstellen. Da hatte ich irgendwie Lust drauf. Und ja, ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's besser. Ich war ja krank. Seit letztem Donnerstag war ich krank. Also jetzt eine Woche. Heute geht's mir relativ okay, gut. Ich hoffe, euch geht's auch gut, falls euch noch schlecht geht, falls ihr vielleicht krank seid oder gerade irgendwas Schweres durchmacht. Ich hoffe, dass es euch bald besser geht. Zeit heilt. Hat mich geheilt. Und Zeit heilt viele Wunden. Und ja, ich werde jetzt einfach ein bisschen über und, irgendwas reden. Und ich hoffe, dass ich euch dabei entspannen kann. Lasst uns doch über. Worüber wollen wir denn reden? Lasst uns über Licht reden. Einfach über Licht, keine Ahnung. Ich habe gerade Licht an bei mir im Zimmer. Und das ist auch ein Ding, das ist echt ein Ding, dass wir Licht bei uns anhaben können. Weil das wir. Früher war es ja so, dass es hell war, wenn es Tag war. Es dunkel war, war es Nacht. Und jetzt können wir einfach einen Lichtschalter betätigen. Und dann haben wir Licht. Schon komisch, oder? Keine Ahnung. Also es ist wirklich toll, was die Wissenschaft alles möglich macht. Und dass wir Licht haben können, ist schon eine Sache, die echt krass wichtig auch für uns geworden ist. Ich meine, was wären wir ohne Licht? Wir wären, keine Ahnung, oder was wären wir ohne Strom? Elektrizität, ja. Keine Security Cameras, keine Sicherheitskameras, keine Sicherheitssysteme. Kein gar nichts. Keine Ahnung, also. Wir wären schon ziemlich aufgeschmissen ohne Strom. Heutzutage. Was keine gute Sache ist. Denn wenn irgendwann mal vielleicht nichts mehr da ist vom Strom, keine Ahnung wieso, vielleicht. Ich meine, ich nehme an, wenn, falls es keinen Strom mehr gibt. Das muss schon einen sehr starken Grund haben. Dann gibt es, glaube ich, auch keine Welt mehr. Also, ja. Keine Ahnung. Aber falls es so sein wird, dass wir keinen Strom mehr haben und wir noch überleben, dann werden wir ziemlich aufgeschmissen. Ja. Ja, ich weiß, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo ich diesen Gedanken hergenommen habe. Sei es drum. Ich habe im Moment Ferien, wohne ja in Nordrhein-Westfalen. Noch diese Woche und die nächste Woche habe ich frei, dann geht es wieder ab in die Schule, wo ich mich natürlich sehr drauf freue. Ich genieße natürlich das Privileg, in die Schule gehen zu dürfen. Ja, und in der Zwischenzeit mache ich noch ein paar YouTube-Videos für euch. Und ja, ich freue mich wirklich, dass ich diese YouTube-Experience, diese Erfahrung machen darf, auch etwas erfolgreich zu sein mit YouTube. Und euch zu haben als Abonnenten, die meine Videos regelmäßig gucken. Ist echt schön zu wissen, dass es da Leute gibt, die sich für den Scheiß, den du da machst, interessieren. Und das eigentlich auch hilft ein paar Leuten. So, das Video ist gleich zu Ende. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Pass auf dich auf. Und auf Wiedersehen.